Also es wird rattenknapp, könnte man sagen. Und wenn man die Umfragen sich betrachtet, die ja einen Toleranzwert von 3 Prozentpunkten zumindest bei den großen Parteien haben, dann weiß man, wer Deutschland ab Sonntag regieren wird oder die Nase vorn haben wird. Das ist überhaupt im Moment noch nicht zu sagen. Es gibt vielleicht einen Trend, wenn man all diese ganzen Umfragen der letzten Zeit mal ein wenig mittelt. Also heute stehe ich hier seit 6:30. Wir haben um 7 Uhr angefangen zu schalten, haben halbstündlich eigentlich für N24 live ins Programm berichtet mit unterschiedlichen Fragen, unterschiedlichen Antworten. Immer wieder versucht ein wenig die ganze Geschichte zu variieren. Also ich bereite mich eigentlich möglichst intensiv vor, indem ich inhaltlich mich bemühe, möglichst das Thema wirklich umfassend zu erfassen, dass ich die einzelnen Positionen kenne eines jeden, dass man vielleicht das eine oder andere natürlich auch nochmal nachrecherchiert, dass man nochmal telefoniert, wie war das jetzt hier, wie war das jetzt da. Hilft natürlich auch ein wenig, wenn man Erfahrung hat, das muss man ganz klar sagen. Viel Routine ist natürlich auch irgendwo dabei und man braucht auch ein bisschen Stehvermögen, Durchhaltevermögen, denn wir fangen ja morgens häufig früh an und das zieht sich dann über den ganzen Tag. Nicht eine Schalte, nicht zwei Schalten, unter Umständen mal 10 oder mal 20. Mein Rekord liegt irgendwie bei über 40 Schalten an einem Tag, da bekommt die Routine, glaube ich, irgendwie von ganz allein. Es gibt so ganz banale Dinge eigentlich, so als Schaltreporter, Politikkorrespondent, der morgens früh schon aufsteht, um 5 aufsteht, manchmal dann auch um 4, um dann um 6 oder um 7 hier die erste Schalte zu machen. Dann kann es auch mal kalt sein, dann kann einem das auch mal ganz schön schwer fallen, vor allen Dingen im Winter, wenn man steht. Man glaubt kaum, wie kalt es sein kann, minus 10 Grad an den Füßen. Dann gibt es ganz pragmatische Probleme, darüber sollte man sich auch im Klaren sein. Wo gibt es den nächsten Kaffee zwischen einer Schalte, wenn man nur eine Viertelstunde hat oder halbstündlich vielleicht sogar schaltet? Hier geht ihr übers Studio raus und ich bekomme eine zweite Frage. Im Regelfall bekommt man eine Zeit gesagt, halt, wie lange es ungefähr denn dann sein sollte. Aber das passt natürlich dann nicht immer, vor allen Dingen, wenn man frei formuliert. Da kommt dann schon mal aufs Ohr, jetzt aber Schluss, danke. Heißt, du sollst jetzt wirklich in den nächsten 5 Sekunden deine Schalter abbrechen. Das sieht dann manchmal auch natürlich nicht unbedingt immer ganz elegant, so ein Ausstieg dann aus. Aber das gehört dann zu diesem Live-Geschäft dazu. Und es kann natürlich auch passieren, dass man aufs Ohr bekommt, Michael, Schluss machen, Schluss machen, die Kanzlerin kommt oder wer denn auch immer kommt, die dann natürlich Wichtigeres zu sagen hat als der Korrespondent. Die Fragen sind zum Teil abgesprochen, das ist einfach mal so, ja, es kann natürlich auch sein und es kommt tatsächlich auch sehr, sehr häufig vor, dass der Moderator, obwohl die Fragen abgesprochen sind, gänzlich etwas anderes fragt, da sag ich mir tatsächlich, und das ist meine ganz persönliche Meinung, lieber am Ende, wenn man gut im Thema steckt, gar nicht absprechen, denn wenn man tatsächlich sich abspricht bis ins Detail, man bekommt ganz was anderes. Das ist dann zuerst mal, wenn man live vor der Kamera steht, wie ein Schlag mit dem Brett vor den Kopf. Als ich als ganz junger Reporter angefangen hatte, da kann ich nur sagen, also da war es noch ein ganz anderer Zock damals vor über 20 Jahren. Da war eine Schalte etwas ganz, ganz Besonderes. Die kostete eine Unmenge Kohle. Und das musste sitzen und man hatte nur eine Chance. Man wusste also, das nächste Mal vielleicht in 3 Monaten, weil selten geschaltet wurde, weil so teuer. Da schlägt einem das Herz dann wirklich bis hier oben und das war schon eine psychische Anspannung. Also im Regelfall ist es so, dass wenn man den Faden verliert, dass die Zeit, die man dafür dran gibt, um den Faden wieder zu finden, vor der Kamera stehend einem vorkommt, wie eine Ewigkeit. Das ist unendlich lang. Dann passiert im Hirn was ganz, ganz Spannendes, was ich vorher gar nicht so gedacht hat. Man kann tatsächlich reden mit der einen Hälfte irgendwas und mit der anderen Hirnhälfte nach dem Faden suchen. So würde ich es zumindest beschreiben und irgendwie aus dieser Situation versuchen, wieder rauszukommen. Ja, also jungen Journalisten, Nachwuchskräften würde ich empfehlen, nicht nur irgendwie fernsehgeil zu sein und das toll zu finden. Ist toll, einfach auf dem Schirm zu sein und man muss auch natürlich ein bisschen eitel sein und sich ein bisschen zur Schau stellen wollen. Das muss einem schon Spaß machen. Aber ich würde schon sagen, dass man es damit nicht übertreiben sollte, sich selbst vielleicht gut zu finden, sondern man sollte einfach versuchen, am Boden zu bleiben und inhaltlich, immer wieder inhaltlich zu arbeiten. Und denn
im Vordergrund steht nicht der Reporter am Ende oder der Korrespondent, im Vordergrund steht einfach die Sache, über die man berichtet, und die Sache, die sollte einem interessieren. Man muss irgendwie Feuer für die Sache haben, interessieren sich für das, was tatsächlich, was man macht. Das ist, glaube ich, das A und O eigentlich in dem Job. Die Atmosphäre, das Drumherum für den Reporter spielt natürlich schon eine Rolle. Es ist natürlich schon spannend, wenn Trubel ist, wenn was passiert, man tatsächlich die Chance hat, etwas zu berichten, was sich fortentwickelt und nicht unbedingt die ganze Zeit an dem gleichen Knochen nagt, dann ist es natürlich irgendwo schwer. Aber wenn es sich tatsächlich fortentwickelt, man ist irgendwo dabei, man ist bei einer Wahl dabei, dann ist das schon ziemlich spannend, mega spannend, würde ich eigentlich sagen. Und auch die Situation, dass Kollegen drumherum sind, dass da tausende Schaltpositionen neben einem sind, das kann tatsächlich irgendwie einem so einen gewissen Kick vielleicht sogar geben. Das ist einfach eine tolle Sache, macht Spaß. Andere macht es vielleicht dann auch nervös, wenn neben einem CNN ganz laut quatscht. Aber da muss man halt einfach ein bisschen lauter quatschen, damit der andere Kollege sich ärgert und du dich nicht selbst über den. Ich sag mir, gut inhaltlich im Thema stehen und dann gut formulieren. Das ist meine Marschroute.